Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Ja, das Coronavirus bestimmt nach wie vor unser tägliches Leben. Besonders die Wirtschaftsbetriebe sind betroffen. Viele Geschäfte mussten zusperren, einige haben geöffnet bzw. bieten einen Zustellservice an. Eine kleine Auswahl zeigen wir in dieser Sendung. In der Wiener Straße 176 befindet sich die Trafik Julia. Die Corona-Krise führte zu neuen Geschäftszeiten. Geschätzte Kundinnen und Kunden, aufgrund der aktuellen Situation haben wir die Öffnungszeiten wie folgt geändert. Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr durchgehend und am Samstag von 8 bis 12 Uhr für Sie da. In diesen Zeiten wird auch das Paketservice weiterhin in vollem Umfang angeboten. Pakete können an die Trafik geschickt und dort vom Kunden abgeholt werden. Retouren übernimmt die Trafik und schickt sie an die Lieferfirmen zurück. Gern kämen wir natürlich auch für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die jetzt eine schnelle Abwicklung wollen, alles vorbereiten, ein kurzer Anruf reicht, dass wir alles vorbereiten, sie einfach nur zum Zahlen reinkommen und dass sie halt nachher rasch wieder rauskommen. Das können wir gern machen. Es ist auch das gesamte Sortiment nach wie vor alles erhältlich, was wir haben. Bei uns wird auch alles immer durchdesinfiziert nach jedem Kunden. Es braucht sich niemand fürchten, das wird immer stoßgelüftet. Also, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich wünsche jedem viel Gesundheit und viel Kraft, dass wir die Zeit gemeinsam durchstehen. Der Gastronomiebetrieb Schabernack am Mürzer Stadtplatz muss für seine Gäste leider geschlossen bleiben. Es gibt aber unter der Telefonnummer 038 52 30 259 ein Zustellservice für Pizza, Stangerl, Pasta, Salat, Kebab und Getränke. Und zwar gratis in Mürz Zuschlag ab einem Mindestbestellwert von 7 Euro. In Hönigsberg, Spital, Steinhaus, Kapellen und Altenberg kostenlos ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro und in Neuberg gratis ab einer Bestellung von 25 Euro. In allen anderen Fällen beträgt die Gebühr für das Zustellservice von Schabernack nur 2 Euro. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Offenhalten des Geschäfts von Beate Popp wären zwar gegeben, allerdings hat die Unternehmerin aus Verantwortung gegenüber ihren Kunden, Mitarbeitern und deren Familie eine individuelle Lösung getroffen, um auch in herausfordernden Zeiten für die Kunden da zu sein. Am Vormittag bin ich immer erreichbar, bin ich sogar im Geschäft von 8:30 bis 12 Uhr, damit Ihre Wünsche erledigt werden können. Wenn Sie Brillenreparaturen haben, können Sie mir die vorbeibringen. Es wird kontaktlos angenommen und in einer spätestens halben Stunde können Sie normalerweise Ihre Brille wieder abholen. Es ist auch so, wenn Sie Kontaktlinsen benötigen oder Pflegemittel ausgegangen sind, bin ich Vormittag da. Sie können sie bei mir abholen. Ich habe einen Notbetrieb. Normalerweise dürfte ich mein Geschäft die Optikseite offen lassen. Mache ich aber das trotzdem nicht aus Sicherheitsgründen, weil trotzdem immer sehr naher Kontakt zum Kunden besteht. Und ja, ich biete aber für Sie einen Lieferservice an. Wenn irgendwas benötigt wird, dann packe ich das in einen Sackerl rein, stecke eine Rechnung dazu und liefere es Ihnen ganz persönlich nach Hause. Ich bin für meine Kunden den ganzen Tag erreichbar unter der Telefonnummer 038 52 23 60. Wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie irgendwas brauchen, sei es Ihre Brille ist gebrochen, Sie brauchen Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenpflegemittel, rufen Sie mich an, scheuen Sie sich nicht. Ich liefere es Ihnen nach Hause und ja, wenn auch Reparaturen anfallen, bitte für eine Risikogruppe. Ich biete auch einen Abholservice an. Das heißt, wenn Sie was brauchen, melden Sie sich bei mir. Ich komme das holen und bringe sie dann wieder nach Hause. Gerade in schwierigen Zeiten ist es sehr, sehr notwendig, sich etwas Gutes zu tun, neben Sport und Bewegung und trotzdem an die frische Luft, natürlich ohne Kontakt zu gehen. Ist es wichtig, auch der Seele etwas Gutes zu tun oder seinen Liebsten einfach zu beschenken? Und ich glaube, auch da seid ihr die richtige Adresse, oder? Ja, genau. Ich bin auch da für meine Kunden immer unter der Telefonnummer 038 52 23 60 erreichbar. Wenn Sie irgendwas brauchen sollten, bitte
bitte rühren Sie sich bei mir. Ich bin, wie gesagt, den ganzen Tag für Sie erreichbar. Wenn Sie ein Schmuckstück oder eine Uhr brauchen, bitte sagen, ich fotografiere Ihnen dann die Dinge ab, die Sie gerne hätten. Mache wiederum ein Packerl für Sie und stecke die Rechnung dazu. Entweder liefere ich es Ihnen persönlich vor die Haustüre oder ich schicke es Ihnen mit der Post. Abschließend wünsche ich Ihnen für die verbleibende Zeit in dieser Krise alles Gute, bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir uns nachher gesund und munter wiedersehen können. Wir informieren Sie aber nicht nur über das spärliche Wirtschaftsleben in Mürzzuschlag, wir möchten Ihnen auch ein wenig Unterhaltung bieten. Besonders Kinder und Jugendliche sind dabei sehr kreativ. Aber sehen Sie selbst. Hey Pauli, schieß um mal die Kugel. Josef, pass auf! Viele Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden, so auch eine große Geburtstagfeier von Heimo Zebrakowski. Seine Freunde haben sich aber etwas überlegt und ihm zum Geburtstag das folgende Video geschickt. Lieber Heimo, deine Freunde wünschen dir und natürlich auch Günther alles Gute zum 50. Geburtstag. Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Feier mit euch. Viel Glück und Gesundheit. Zu den Unternehmen, die geöffnet sind, zählt auch das Geschäft für Angel- und Tierbedarf Manuela Huber OG in der Wiener Straße 40 bis 44. Liebe Kunden, wir sind unter den üblichen Öffnungszeiten, die sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr gern für euch und eure Haustiere da. Wir haben zusätzlich zu der gesetzlichen Lage jetzt da einen Lieferservice ins Leben gerufen, das erklärt euch gern der Wolfgang. Ihr könnt das gesamte Sortiment von unserem Zustellservice in den Bezirken Bruck an der Mur mit Zuschlag und den Kirchen ab einem Einkaufswert von 50 Euro gratis erhalten. Wir sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: 0699 1077 45 34 oder 038 52 30 967. Weitere Informationen über das Mürzer Fischergeschäft finden die Angler- und Tierfreunde auf Facebook. In Abstimmung mit der Wirtschaftskammer und der Bundesregierung fungiert der Handyshop Zwing im Mürzcenter als Telekommunikationsgrundversorger in der Region. Es ist sonst zwischen Kapfenberg und Wiener Neustadt kein Geschäft offen. Und in Zeiten wie Homeoffice, wo die Leute zu Hause arbeiten sollen und von zu Hause aus die ganzen Schüler lernen müssen, müssen sie mit der Telekommunikation versorgt sein. Das heißt mit einer guten Internetverbindung, teilweise mit neuen Geräten, mit iPads oder auch mit den Handys verbunden sein, um Videokonferenzen abhalten zu können und E-Learning durchführen zu können.
Ob Smartphone, Tablet, Internet oder Fernsehen, die Mitarbeiter im Handyshop beraten in allen technischen Fragen per Telefon, E-Mail oder im Geschäft. Und sie haben jetzt eine zusätzliche Geschenksidee für Ostern. Ja, die Apple AirPods sind ein sehr beliebtes Produkt bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen. Ich kann sie zum Telefonieren verwenden, ich kann sie super zum Musikhören verwenden und sind auch hinsichtlich Ostern sicher eine kleine Geschenksidee, weil klein und kompakt hat in jedem Osternest Platz. Und sobald alle Geschäfte wieder offen haben und die Lieferanten wieder liefern, bieten wir die AirPods auch mit personalisierten Ledercase an, wo man dann mit Laser eigene Gravur, seinen Namen reinmachen kann oder wie auch immer. Das machen wir gemeinsam mit BAM vom Kfz BAM. Der macht die ganzen Lasergravuren dann für uns, auch für in Zukunft für Handycovers und so weiter. Und wer jetzt noch kein passendes Geschenk findet, kann trotzdem etwas für das Osternest besorgen. Ja, wir sind Mürztaler Verkaufsstelle. Das heißt, die Einkaufsgutscheine, die in ganz Mürzzuschlag gelten in den Geschäften, können ja hinsichtlich Ostern nächste Woche bei uns gekauft werden, weil wir offen haben, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Und können dann in den anderen Geschäften eingelöst werden, auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie dann wieder geöffnet haben oder für die ganzen Lieferdienste. Somit bleibt das Geld bei uns in der Region und der Osterhase kann trotzdem etwas im Nesterl herschenken. Nützen Sie also die Möglichkeiten, die es in Mürzzuschlag gibt. Nähere und aktuelle Informationen gibt es im Sonderprogramm von Mürz macht Info zu sehen im sogenannten Kamerakanal der Stadtwerke Mürzzuschlag oder auf YouTube. Das war's für diese Woche. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuschauen und bleiben Sie gesund.